Die Lara hat den Man, come on. Look, ich frage mich, warst du mal im Tageslicht? Und der Würgereflex hat sie nach dem 12. Lebensjahr verloren. Mit 12 schon, oder was? Oh, shit. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Sodale, 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 da sind wir doch, Digga. Ich würde sagen, let's do the intro, man. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Lasst auf jeden Fall ein Follow auf Twitch da, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr auch mal live mit dabei sein. Weil live dabei ist alles, weil wir sind ja schon live dabei. Und zwar werden wir uns heute das nächste Battle reinziehen. Ich habe gesehen, die Lara vs. Fuckboy Rematch, 100k Special. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an 4-7 für die 100k, Bro. Stabil, hast du gut gemacht. Sehr nices Format. Und was ich vorhin noch im Chat gesagt hatte, ist, dass ich gerne eigentlich den Fuckboy mal gegen die eine hätte battlen sehen. Wer war das nochmal? War das iPhone Samsung? Ich glaube, das war iPhone Samsung, die kleine. Genau, iPhone Samsung, die Samsung-Userin. Die war stark, Mann. Die hätte ich gerne gegen den Bre gesehen. Mal gucken, Digga, was da in Zukunft vielleicht noch kommt. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in die Nummer. Ich bin gespannt, Alter. 100k Special It In Man, Alter. So. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7. Tachchen. Qualität. Herzlich willkommen zu Big Difference. Und zwar, viele haben sich gewünscht, dass es ein Rematch gibt zwischen Fuckboy und Dilara. Und heute ist es der Tag. Dilara gegen Fuckboy hat 1 Million Aufrufe auf YouTube erreicht. Dafür. Krass, Digga, einfach die Mio geknackt. Nicht schlecht, Digi. Vielen, vielen Dank. Und heute gibt es ein Motherfucker Rematch. Die werden sich Punchlines an den Kopf schmeißen. Seid drauf gespannt und viel Spaß mit dem Battle. Punchlines it in, man. So, wir kommen jetzt zum Match, was alle von euch erwartet haben. Und das ist einmal Rematch von Fuckboy und Dilara. Und die sitzen hier und möchten gerne... Süß haben die sich da hingesetzt, Alter. Haben sich gerne was zu sagen. Ne? Fangen wir an mit Fuckboy. Findest du, dass Dilara letztes Mal gut war und wirst du die heute auseinandernehmen? Bruder, ich sag dir so, ich bin selbst von mir überzeugt, dass ich auf jeden Fall besser bin als die Dilara, weil Bruder, auch im Hintergrund ist die Scheiße, weißt du, ich meine, Bruder. Und so, Bruder, ich werde auf jeden Fall alles zersägen und ich werde mein Bestes geben. Okay, stark, was sagst du dazu? Also ich bin mir persönlich nicht sicher, wer mich eher wiedersehen wollte, die Zuschauer oder du, weil... Nice. Wir haben geschrieben, ja, und ich würde auch erwähnen, wie du nach meinem Snapchat gebettelt hast. Wer hat mir geschrieben mit, ja, was mit deiner Nummer und so, also lieber wäre das mit deiner Nummer und so, weil meine SIM-Card ist ja gesperrt, so, weißt du, so leider. Hast du Beweise? Ja, kann ich auf jeden Fall öffentlich machen. Moment mal, wer hat jetzt wem als erstes geschrieben? Ach du Scheiße, die machen da so ein richtiges Interview-Battle schon, oder was, Alter? Wer hat wem als erstes geschrieben, na Mann? Krass, das ist krass. Guck mal, natürlich, guck mal, als Fuckboy, Bruder, man denkt, ja, der geht immer, der macht den ersten Schritt, dies, das. Bruder, ist gar nicht so. Ich bin locker lässig, weißt du, ich meine, ich lass die Frauen kommen, Bruder. So, und ich wusste schon bei der ganz genau, Bruder, ich muss nur ihre Bilder sehen, Bruder. Ich wusste schon direkt, die wird mich schreiben, Bruder, nach dem Battle, Bruder. Nach dem letzten Battle, Bruder, die hat mir danach geschrieben, direkt, Bruder. Die meinte, ey, wärst du noch ein bisschen länger geblieben und so. Ja, ist nicht so? Aber die machen das gut, Bruder. Er macht das gut, Dicker. Er macht es gut, Bro. Warte mal kurz, Alter. Ich hab getroffen. Nein. Lass kommen, Junge, lass kommen. Snapscore. Weißt du, wie groß dein Snapscore ist? Fühl ich. So, wie das heißt. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Ja? Ja, komm, Snapscores, alle Viber achten drauf, alle Dilaras achten drauf, aber niemand achtet auf diese Dingens, ja, diese innerliche von den Fuckboys. Wir sind ehrlich, weißt du, ich meine, so radikal straight, so muss das sein. Ich bei dir achten auf die Dummheit innerlich, oder? Nein, du musst einfach nur auf... Von den Fuckboys, Bruder, wir sind ehrlich. Geil. Diese äußerliche achten, weißt du, ich meine... Hä, soll ich jetzt aufs Innerliche achten oder aufs Äußerliche?
Aus beide, auf beides. Okay, ich glaube... Beides nicht vorhanden. Okay, ich glaube, das Battle wird heiß. Das Battle wollt ihr alle sehen. Jetzt bin ich auch heiß, Digga. Ich bin gespannt. Und fangen wir an. Jetzt wird wieder für eine Werbung gerappt. Kennst du Spitch? Das ist eine Fußballmanager-App. Spitch dich der raus, so wie du Alipa. Spitch in den Motherfucker, ne? Neue App, Bruder. Der Bruder macht Money, Alter. Sucht die ist am Start, Bruder. Clarks, Bitch, Mitch, Bro. Sei ihm gegönnt. Was geht ab, meine Freunde? Und wir kommen jetzt endlich zum dem epischsten Battle, was wir alle erwartet haben. Und zwar battelt jetzt Fuckboy. Wenn man jetzt schlau ist, Digga, da kann man jetzt schon mal ein bisschen im Hintergrund gucken. So, sind neue Leute am Start auf jeden Fall. Sind dann wahrscheinlich auch die nächsten Kandidaten mit dabei. Ich küsse euer Herz. Die Lara, es wird ein Rematch. Macht einmal Lärm. Wir haben Bock. Wir sind immer noch in Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72. Sein Laden. Kommt alle vorbei. Und der Fuckboy wird diesmal beginnen. Let's motherfucking go. 100, drück auf Play. Match gegen Götz, wer rennt die Lara und es wird extrem. Beim ersten Battle konnte man die Lines nicht mal verstehen. Ich schreibe 100 Frauen und nach den 9 in Chabins nur gesehen. Ja, du und Malik hab zurückgeschrieben, also kein Problem. Ich bin wieder in Form, geleitet von meinem Zorn. Sprint rein in die Szene und alle sind schon wieder erfroren. Die Lara wird von die Lara im AMG geboren. Den Würgereflex hat sie nach dem 12. Lebensjahr verloren. Mit 12 schon oder was? Oh shit. Es ist interessant und richtig. Richtig krank, 50 Euro Nägel machen sie, postet auf Instagram. Ich seh aus wie eine Shisha-Bar-Playlist, das war safe gestört. Doch die Lara, du siehst aus wie jemand, der die Playlist hört. Sie möchte Sex auf einer Bankkarte leer. Doch wegen ihr ist maximal die Bankkarte leer. Es fühlt sich an. Oh, Bankkarte leer, Bankkarte leer. Bruder, nicht schlecht, ich mag den Abi. Der rappt gut, Mann. Seine Attitude ist auch da. Der ist selbstbewusst, confident. Delivery ist nice. Lines sind cool. Passt. Pfandflaschen, wenn ich sie mal anfasse. Sie versendet Fußbilder für eine neue Handtasche. Lara, mich hat deine Line interessiert. Beim letzten Battle sagtest du, ich habe Beine rasiert. Aber dass wir auf dem Rücksitz waren, hast du nicht erwähnt. Beine rasieren, die Lara kann ich dir empfehlen. Das, was ich sage, ist kein Avirbien-Saga. Im Winter ist sie Bart als gut, ich hab Familie, Vater. Du sagst, ich bin hässlich und ein übler Versager. Aber lässt sich zum zweiten Mal ficken, typisch die Lara. Ey. Gute Stimme auch. Gute Stimme auch. Starke erste Runde von Fuckboy. Warte mal her. Diese Pass. So. Jetzt muss die Lara aber einen raushauen, Digga. Ganz, ganz starke Runde von Fuckboy. Jetzt kommen wir zu der ersten Runde von der Dilara. 100, drück auf Play. Let's go. Ja. Die Lara hat den Man, come on. Guck, ich frage mich, warst du mal im Tageslicht? Denn du siehst so aus, als hättest du einen Shisha-Schlauch in den Arsch gekriegt. Warte, bitte. Okay. Aber was hat das mit dem Tageslicht und dem Arsch, mit dem Shisha-Schlauch zu tun? Ja. Verstehe ich nicht, Bro. Ey. Guck, ich frage mich, warst du mal im Tageslicht? Denn du siehst so aus, als hättest du einen Shisha-Schlauch in den Arsch gekriegt. Warte, bitte, mach mir nicht Orangi mit deinem Schon. Die lacht sich einfach selber kaputt, Alter. Warte mal, ja, der eine sagt gerade wegen der Cam. Weil im Knast wird ne Pussy wie du höchstens angewichst. Jetzt geht es uns von ziehen, deshalb sitzt der Frost auch tief. Ich bin die Frau, doch mein Gegner kann man an seinem Zopf ziehen. Rede nicht, saß bei Tinder Premium und hast auf Heidi Klum. Doch Conchita Wurst hat seinen Cock in deinem Mund. Roya, sei mal nicht so Sali. Conchita erinnert mich. Wie geht Conchita noch, Bruder? Wenn ich dir schlafen müsste, könntest du danach sehen, wie ich mich danach selbst erschieß. Hey, wie viel. Nein, Mann, so ist ja noch beschissener, Bruder. So sieht man die gar nicht mehr. Hast du schon einen Pick von deinem Dick geschickt? Mit der Anmache, willst du etwa duschen ohne mich? Du willst eine Frau mit Zukunft, doch lässt dich in Klus bis drüben satt dafür. Und deine Frau zu Hause soll sich glücklich essen. Ey, du bist paradox und hast Parajok. Wolltest Fußballspieler werden, doch hast nicht mal einen Job. Komm mal auf den.
Die muss ein bisschen üben noch, weißt du, was ich meine? Die hat Bock, man sieht dir an, dass die hat Bock zu rappen, weißt du, was ich meine? Die will, die hat Hunger, so. Aber die kann es noch nicht, weißt du, was ich meine? Die muss noch ein bisschen mehr üben, so. Bisschen mehr noch Aussprache, bisschen mehr noch Lines achten, bisschen mehr Delivery auch, weißt du so? Ja, Mann. Aber sie gibt sich Mühe, Digga. Der Wille zählt, na, Mann. Sie ist keine Frau, Mann, denn die bleiben auch so angezogen. Letztens meint er, jeder kennt ihn, du möchtest gern zum Ran. Und weil du aussiehst wie ein fünffacher Familienvater, nenne ich dich nicht Daddy. Die versucht, weißt du, ich meine, Digga, ist gut. Ganz, ganz starke erste Runde. Mach mal Lärm für die Lara. Fünffacher Familienvater. Was wollt ihr noch sagen? Der wollte doch irgendwas sagen gerade, oder? Ganz, ganz starke erste Runde. Mach mal Lärm für die Lara. Fünffacher Familienvater. Okay. Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde vom Fuckboy. 100, drück auf Play. Let's motherfucking go. Yeah. Okay, check. Warum hat sie so einen großen Kinn? Die kleine Dreckscheuer, eine Mischung aus Bad Moms Jay und Quackmeier. Die Lara innerlich und äußerlich, nimm sie chick und macht in ihrer Freizeit FaceTime mit Sinan G, der Vater. Digga. Komm dann, scheiß auf, komm nun, wir schulen mit den Sieg, so wie Eintracht Frankfurt. Der hat gute Lines, man, weißt du, was ich meine? Auch aktuelle Thematiken, dies, das, bla bla bla. Die treffen halt. So. Heute State und ich flex mit nem Benzer. Du nennst dich die Lara, aber siehst aus wie ne Svenja. Porsche, Daimler, Benzer in ihren Gassen. Sie hält immer Ausschau auf die neuesten Karossen. Und drückt Mehmet dann heftig aus Gras. Schmeißt sie sich K.O.-Tropfen dann selber ans Glas. Die Lara. Mach die Shit für die Kameras und Klicks. Ja, die anerkannte Bitch mit nem arroganten Blick. Die Lara hört Ratare, wird geballert im Essex. Für mich Fenster vom Gesicht. Sie schreit alles oder nix, keine. Ey, Mann, Digga, jetzt bist du da, Digga. Jetzt hat er mich komplett, oder? Ganz klarer Sieg. Denn die Schule macht keinen Sinn. Sie denkt, den Schala eines Tages Influencerin. Nachrichten, Anfragen, platzen vor die ganzen Fans. Denn in ihrer Tinder-Bio steht Only One Night Stand. Die Lara ist ne richtige dumme Ho. Oh Gott, die Arme, Bro. Jetzt tut die mir leid, Digga, schon so ein bisschen. Die guckt voll traurig gerade. Oh man. Die macht 3 Stunden fertig für das Fitnessstudio. Wow. Ey, was soll ich über dich noch sagen? Kochen, putzen kannst du nicht, dafür kannst du gut time. Stark, stark. Ganz, ganz. Ist nur Battle, Freunde. Macht euch locker. Ist Rap-Battle, ist Sport. Mach mal Löffel, den Fuckboy. Warm in die Fresse. Kommen wir direkt. N100 wieder mit den nicen Beats am Start, Bro. Ich hab vergessen, dir zu schreiben. Ich muss dir schreiben. In der zweiten Runde zu der Antwort von der Dilara. N100, drück auf Play. Ja. Hey. Hey. Runde 2, so weit kommt es bei dir auf gar nicht. Mach den Haftbefehl und spare, denn bei Dates zahl ich gar nichts. Ja, die wie der eine Bre im Chat auch geschrieben hat, sie rappt auch nicht die ganze Zeit ins Mikrofon rein. Dadurch kommt so ein komischer Effekt immer, weißt du? Ist nicht durchgängig. Weiß, natürlich, das sind weiß. Du willst mich, doch ich lass dich wie die Clubs nicht rein. Kein Geheimnis, dass ich kein Engel bin. Doch dein Bodycomp besteht aus Frauen, die eigentlich Männer sind. Meine Freundinnen berichten mir, du bist echt widerlich. So viel schnappt man auf der Welt. Tranny, sit in, man. Ich muss kurz auf Toilette. Oder komm, lass zu Ende gucken noch. Trotzdem fickst du wieder nicht. Ey, jetzt ich krieg schon Mitleid. Weil dein bester Freund schreibt, er muss für dich mitzahlen. Auf Instagram folgst du Bitches und paar Pornostars. Wir wissen beide, dass du ein Abo auf Pornhub hast. Ey, du ehrenloser Hund, willst du mich verurteilen? Ich schau dich an, doch ich seh einfach keinen Vorteil. Vielleicht hast du recht und ja, ich bin so eine. Doch Melek hat mir erzählt, dass du unter Tripper leidest. Der Fuckboy benutzt Deo als Parfüm, ich bin schockiert. 1 Million nur als Tipp, damit ich dich nicht observier. Weil ich die Lara bin, muss ich dich einmal probieren. Oh ne, ich lass das lieber, bevor ich mich infiziere. Wenn meine Nägel dir zu lang sind, frag ich mich, wie groß dein Schwanz ist. Er kann dich nicht entjungfern, er schubst sich jetzt ins Ansitz. Und hör mal zu, wir stehen nicht auf einer Ebene, weil ich dieser Vorzieher zu sehr in der Ehre will. Und du fragst mich, wie. Lustig, Mann, Digga. Die ist auf jeden Fall. Das war die beste Runde von ihr bis jetzt. Was mir gerade aufgefallen ist, die hat einen AirPod im Ohr, wa? Frag ich mich, wie groß dein Schwanz ist. Er kann. Da, guck mal.
Vielleicht rappt dir einer das vor, Digga. Nicht den Jungfern, er schubst sich ins Ansitz. Und hör mal zu, wir stehen nicht auf einer Ebene, weil ich dieser Vorzieher zu sehr in der Ehre will. Und du fragst mich, wie groß mein Kinn ist. Ich hab einen großen Kinn, aber du keinen großen Dick. Oh! Die ist süß, Mann, die ist cool, Digga, die gibt sich Mühe. Weißt du, ich meine, so, Alter, Shoutouts gehen raus auch an sie. Ganz, ganz starke zweite Runde, mach einmal Lärm für die Lara. Heftig, und die geben sich Respekt, sehr, sehr wichtig. Das war Rematch von Fuckboy gegen Dilara. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wir sind raus. Raus it out, meine lieben Freunde. Was kommt hier hinten noch? Gucken 90% meiner Zuschauer. Ah, abonniert in, man, Alter. Ich hab's letztes Mal vorgemacht, meine lieben Freunde. Schreibt auch jetzt hier bei YouTube in die Kommentare rein, wer für euch der Gewinner war. Also für mich hat der Fuckboy auf jeden Fall gewonnen. Der hat gewonnen.